Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Pokémon Go mit Chaos Lady. Es schlüpfen 5 Eier. 3x5 Kilometer, 2x2 Kilometer. Das erste 5 Kilometer Ei ist ein Voltoball. Ja, Voltoball ist halt leider nicht besonders stark. Also, Elektroball ist nicht besonders stark. Da ist halt einfach Blitzer 10-mal besser. Ein 2 Kilometer Ei. Hoffentlich ist ein Fluffeluff drin. Nein, ein Hornio. Naja, über Hornio erzähle ich jetzt mal nichts, aber weiter zu Elektroball. Elektroball kann übrigens Donnerblitz lernen, aber kein Donner, aber dafür Hyperstrahl. Ich war etwas überrascht. Ein Evoli, ja, perfekt, das passt jetzt zum Thema Blitzer. Das, ja, es ist halt einige schwächer als Blitzer. Das ist schade. Das nächste 5-Kilometer-Ei ist ein Rettern. Naja, gut. Arbok habe ich bis jetzt in Arena-Kämpfen noch nie benutzt. 2 Kilometer Ei. Und wieder Fluffeluff? Fluffeluff? Nö. Habitak. Na gut. Na, es folgt noch ein 2 Kilometer Ei. Mal schauen. Spannung steigt. Es könnte doch jetzt mal was Richtiges drin sein. Fluffeluff, da ist es doch. Na endlich. Es wird jetzt auch mal Zeit. Neuer Pokédex-Eintrag und ein paar Bonbons. 10 Stück. Naja, gut. Gestern hat übrigens Niantic eine Info rausgehauen, die vielleicht ganz interessant ist. Die Zahl der Pokémon-Sichtungen in Parks und anderen Außengebieten ist weltweit angestiegen. Achtet bitte darauf, also ja, geht nach draußen, habe ich gemacht. Ich bin mal losgezogen. 1, 2 und 3. Außerhalb von Pokéstops. 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 9. Und ja, hier ein klitzekleiner Vergleich, wie das Ganze in Ingress aussieht. Da liegt halt so weiße Punkte auf dem Boden, die heißen halt XM. Anhand dessen bin ich halt diese Orte mal abgelaufen, um zu schauen, wie stark sich's verändert hat. Die Logik ist immer noch unlogisch, wie vorher auch schon. Früher, es war ja eine Zeit lang so, dass die Pokémon ja nicht an Pokéstops gewesen sind, sondern nur außerhalb. Und da bin ich eigentlich immer an den Orten gegangen, wo viele, viele wilde XM rumliegt, aber ja, gebracht hat es mir nicht wirklich viel, also nicht immer. Manche Orte funktionieren sehr gut und manche nicht. Mein größtes Highlight hier, mein erstes Highlight war dann hier dieses Magnetilo. Nachdem ich es gefangen habe, war es eigentlich das Highlight. Natürlich habe ich schon viele Magnetilos gefangen. Anhand der Medaille jetzt kann man ja erkennen, haha, 50 Pokémon mit Stahl gefangen. Also muss ich ja nicht 50 Magnetilos gefangen, aber ich habe ja auch welche entwickelt und das zählt ja auch. Also von daher, naja gut. Zum Thema Eier habe ich auch noch was. Ich habe nochmal geschaut, auf Silthwaite, Game Press und Game Info sind die Eier Distanz-Infos immer noch nicht abgedatet. Ich finde das echt krass. Das heißt, da ist immer noch nicht eingetragen, dass aus 2 Kilometer Eiern Pi und Fluffeluff rauskommen, in 5 Kilometer Eiern Togepi und Pichu rauskommen. Naja, und aus 10 Kilometern natürlich Magpi, Elekid und das dritte halt. Merkwürdig. Schlafen die alle? Machen die alle Weihnachten oder wie? Und was machen wir? Wir machen trotzdem wir gehen trotzdem Eier ausbrüten. Natürlich, die alten sind immer noch drin, aber naja, das ist jetzt nicht so. Vielleicht dann schon mal so das Fazit zu der Nachricht von Niantic. Ja, es tauchen außerhalb von Pokéstops wieder mehr Pokémon auf. Finde ich sehr begrüßenswert. Ich hoffe auch, dass die Dorfspieler mir da recht geben und dass die das auch so empfinden. Wenn nicht, dann ist es immer noch nicht
komme ich vielleicht noch zu dem Thema Nester. Ich war schon an der Rheinpromenade, ehemaliges Landesgartenschaugelände in Kehl von 2014. Und ja, es ist dort ein richtig krasses Elektriknest. Das heißt, dass vorher da so viele Muschas aufgetaucht waren, war tatsächlich ein Nest. Ich dachte, okay, super. Gefällt mir. Ich hatte zuvor noch nie gesehen, dass es in Kehl überhaupt ein Nest gibt. Ich kenne zwar so ein paar Spawnpunkte, die vielleicht ganz interessant sind, wo ich auch gerne wissen würde, wie die sich jetzt geändert haben. Aber der Weg dorthin ist immer sehr weit und ich finde es immer noch schade, dass da, wo eigentlich richtig viele wilde XM in Ingress rumliegt, dass dort nicht mal so 5 bis 10 Pokémon auftauchen. Ich habe hier auch im Video mindestens ein Beispiel, wo relativ wenig XM an einer Stelle. Heute Morgen habe ich dann gesehen, dass es anscheinend neue Infos zur Apple Watch gibt. Apple Watch und Pokémon Go sollen wohl jetzt mal zusammen funktionieren. Das war wohl vorher nicht so. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ich habe nun mal Android, und kein iPhone, keine Apple Watch. Ist mir alles zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Zumal man sich ja fast jede 1,5 Jahre eh neues Handy kauft. Und ja, das ist mit iPhone dann natürlich nicht so wirklich machbar. Da habe ich echt Besseres zu tun. Ich muss mir ja schließlich auch andere Dinge kaufen. Sei es wetterfeste Kleidung, vor allem anständiges Schuhwerk. Und das Schuhwerk ist ja auch nach kaputt. Ja, hier ist auch gerade das Beispiel, dass an einer Stelle 3 Radfahrzeuge aufgetaucht sind und in Ingress sieht man ja so ein paar Punkte XM, aber ich hatte jetzt einige Beispiele ja gezeigt, wo richtig viel XM rumlag und Pokémon-technisch ist da jetzt wirklich nicht viel gegangen. Schade. Darauf hätte ich mich jetzt halt sehr gefreut. Mein nächstes Highlight ist dieses Abra gewesen. Ansonsten waren es halt wirklich, wie ihr gesehen habt, Taubsi, Radfatz, Hornio, Standardkram halt. Also sehr wenig Gutes. Ja, heißt ja auch nicht, es tauchen mehr seltene, sondern es tauchen einfach nur mehr Pokémon auf. Aber die Chance ist halt schon hoch, wenn viele Pokémon da sind, dass auch was Seltenes da ist. Naja, wollen wir mal weiterschauen, wie sich das entwickelt. Es stand ja auch noch dabei Parks. Das Problem ist natürlich, überall, wo diese dunkelgrüne Fläche ist, sind für mich Parks. Aber nicht überall in Parks liegt wilde XM oder tauchen auch Pokémon auf. Oftmals sind dort auch Pokéstops und von daher ist halt die Frage, wie wandelt sich das? Müsste sich ja dann, wenn sich das geändert haben sollte und es sind trotzdem Pokéstops dort, dann müsste jetzt am Rhein in Kehl, an der Rheinpromenade, und im französischen Garten, ehemaliges Landesgartenschaugebiet im Endeffekt, richtig viele Pokémon auftauchen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet Infos. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Wie es euch gefallen hat, lasst mir vielleicht Daumen nach oben, nach unten da. Ich.